Oh, da geht er auch weiter. Na komm, komm ich doch hin, oder? Dann kamen wir jetzt einfach mal hier lang. Irgendwann werden wir schon auf eine Höhle stoßen. Oder zumindest auf welcher Höhe sind wir eigentlich? Auf 12. Ja doch, da kommen Redstone schon mal vor. Wir haben auch schon über ein Stack Eisen gesammelt jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn wir Eisen dazu eigentlich jetzt eher am wenigsten brauchen, können wir damit später zumindest irgendwann mal eine Bahn bauen. So. Ich hasse es, sowas zu kommentieren. Ich will eigentlich wirklich in eine Höhle gehen. Na bitte. Das Objekt meiner Begierde ist gefunden. Wir brauchen davon leider sehr viel. Das ist so das kleine Problem dran. Ich wollte eigentlich so eine richtig ausgiebige Höhlentour machen. Aber ohne Höhle, die da in die richtigen Lagen geht, ist es schwierig. Man muss diese Höhlen erstmal finden. Dann kann man da auch richtig gut drin rumtollen. Und erfahrungsgemäß ist da so ein Gang eigentlich immer relativ gut zum Höhlen finden. Denn wenn man auf einem Lavasee stößt, kann das schon mal gut sein, dass es da in einer Höhle weitergeht. Und ansonsten finden wir hier zumindest auch jede Menge Redstone. Sogar. Habe ich da gerade Wasser gehört? Das wäre natürlich ein Traum, wenn da Wasser wäre. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht getäuscht, denn wenn da Wasser ist, das fließt, dann ist eine Höhle sehr wahrscheinlich. Was ja gut wäre. Ich hoffe das Beste. Was tue ich denn jetzt wegschmeißen? Nichts. Ich bastel lieber ein paar Fackeln. Ja, hier ist Wasser. Direkt vor uns. Das heißt, wir haben hier gleich eine Höhle. Hoffentlich. Das Wasser ist vielleicht auch ein bisschen rechts von uns. Oder... Okay, die gute Nachricht ist, das Wasser geht weiter. Die schlechte Nachricht, eine richtige Höhle ist das jetzt auch nicht. Zumindest ich höre rechts von uns immer noch Wasser. Wir haben schon mal den ersten Stack Redstone auch voll. Oi. Das ist doch genau das, was ich suche. Hat ja zum Glück nicht lange gedauert. Komm da rein. Fackel. So. Jetzt trennen wir hier erstmal das Wasser ab, dass ich hier unten ungestört meine Sachen abbauen kann.
Dann erforschen wir die Höhle. Denn da geht es zwar hoch, aber bestimmt auch wieder nach unten. Und Redstone dauert echt ungemein lange zum Abbauen. Was ein Stück weit schade ist, aber naja. Kann es sein, dass Redstone hier immer standardmäßig genau 4 Redstone das droppt? Das wäre sehr interessant. Oh je. Alter, hat der mich jetzt erschrocken. Wo kam der denn her? Also, ja klar, von oben, aber... Wow, Alter. Da hab ich mich verjagt. Erstmal ein Brot. Oh, jetzt Eisen. Soll ich erst hier dann gehen oder auf die andere Seite? Ich glaube, ich gehe erst auf die andere Seite. Ich meine, da unten müssen wir eh nicht mehr, da geht es eh nicht weiter. Dort ist ein Zombie. Und hier ist Ende. Umwerfen. Ja, das ist ja natürlich auch phänomenal. Ich höre einen Höhlensound in einer Höhle. Danke, Spiel. Ich wusste nicht, dass ich mich in einem Untergrundgebilde, das dunkel ist und in dem Monster spawnen können, aufhalte. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Supi. Gute Leistung. Naja. Auf jeden Fall, es ist schon wieder gut spannender jetzt, wo hier Monster dazukommen. Wenn ich sagen muss, noch hält die Rüstung sehr viel aus. Was, für mich einen wahnsinnigen Vorteil darstellt, weil ich glaube, der Creeper hätte mich vorhin, ganz, ganz sicher getötet. Ohne Rüstung. Bestimmt. Ja, bin ich mir wirklich sicher. Aber naja, gut. Dazu dann mal später mehr. Ich muss mir dann erstmal auch Gedanken machen, wie ich... Da drüben ist irgendwo ein Skelett. Da grabe ich mich aber jetzt nicht hin. Erstmal erforschen wir die Höhlen, die da sind. Ich meine, in irgendeinem Update, das schon lange, lange vorbei ist, hieß es auch mal... Oh, hi. Hi. Das, gefixt wurde, dass Höhlen viel zu... Alter, okay. Die Höhle ist dezent groß. Ups. Nein, da wollte ich nicht runter, da wollte ich nicht runter, da wollte ich nicht runter, da wollte ich nicht runter. Hallo? Oh. Wollte nicht stören. Du meine Güte, ist hier viel los. Ich wollte hier rüberspringen und bin runtergefallen. Hoi! Hallo Spinne! Ja, gut. Du tust mir doch nichts, oder? Ist doch eine nette Spinne. Okay, sie wird mir eh was tun, aber...
Ich hoffe mal, die kann nicht klettern. Wann kam das eigentlich dazu? Ich weiß es jetzt gar nicht. So. Was mich auch ein bisschen beunruhigt, ist, dass mein Schwert schon irgendwie die Hälfte der Haltbarkeit verloren hat. Ich glaube, ich gehe da jetzt runter. Geronimo! Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ihr findet doch auch, dass ihr etwas viele Creeper seid, oder? Okay, da drüben habe ich ein Skelett gesehen. Mensch, du, das ist zum Glück nicht unübersichtlich hier. Nein. Ich habe keine Fackeln. Ah. Ich höre Besuch. Hallo Creeper. Nein, 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 nein. Boy. Okay, hier ist ein Loch. Da rechts ist wieder eine Spinne. Nicht uninteressant, diese Höhle. Die ist sehr groß. Gut, bis die Lava hier weggeht, dauert das jetzt wohl erstmal eine Zeit. Ist noch mehr Lava. Hier ist das neue Erz, von dem ich gesprochen habe, Lapis Lazuli. Und hier ist ein Skelett. Da ist auch ein Zombie. Bräuchten wir erstmal ein Stück aus. Noch mehr neues Erz. Ein Loch in der Wand. Gold nach oben. Alter, wie riesig das hier auch ist. Wo kommt der Pfeil her? Zeige dich, du Heckenschütze. Ach, da oben bist du. Hi. Möchtest du vielleicht herkommen? Oh, wow. Hallo, jemand anwesend? Loch. Okay. Ja. Diese Höhle ist leicht unübersichtlich und sehr groß. Ich möchte das erstmal anmerken. Ich würde sagen, es ist ein Volltreffer. Genau sowas.